Pflicht erfüllt. Rettung in Sicht. Der VfL Wolfsburg hat den Überfliegern von Holstein Kiel im Relegationshinspiel die Flügel gestutzt und darf am Ende einer Katastrophensaison auf den Klassenerhalt im Nachsitzen hoffen. Das Team von Trainer Bruno Labbadia besiegte den Zweitligadritten im Duell der Gegensätze mit 3:1, 2:1 und hat am Montag ab 20:30 Uhr im Live-Ticker alle Trümpfe in der Hand, den ersten Abstieg nach 21 Jahren in der deutschen Eliteklasse noch abzuwenden. Kiel hadert mit Spielweise. Es war ganz ordentlich, wir haben das vierte Tor verpasst und kamen dann in den letzten 15 Minuten ins Schwimmen. Aber man muss dazu sagen, wir sind 16. in der Bundesliga und haben immer nur drauf bekommen. Das ist dann 90 Minuten nicht immer 100% klappt, ist klar, sagte Kapitän Maximilian Arnold nach der Partie bei Eurosport. Die Einstellung seiner Teamkollegen lobt der Kapitän, jedem ist bewusst, um was es geht. Hätten wir das in dieser Saison ein paar Mal mehr gemacht, hätten wir jetzt nicht diese Scheißspiele. Auch Labbadia war zufrieden. Für ihn war es die beste Leistung zusammen mit dem Spiel in Köln. twitter.com/wolfsburg-status/99721120937505997 Kiel vergab in der Schlussphase beste Möglichkeiten, der Durchmarsch rückt damit in weite Ferne. Vor heimischem Publikum brauchen die Störche einen Sieg mit mindestens 2 Toren Unterschied, Live-Ticker zum Nachlesen, wir hatten genug Torchancen, meine Jungs haben sich nicht belohnt. Es kann sich keiner beschweren, wenn wir 2 Tore mehr schießen, erklärte Kiel-Trainer Markus Anfang bei Eurosport. Torjäger Marvin Ducksch kündigte für das Rückspiel ein Feuerwerk an. Kiel winkt historischer Aufstieg für die spielfreudigen Wölfe, die schon im vergangenen Jahr erst in der Sonderschicht die Klasse gehalten hatten, trafen Divock Origi, 13., Josip Brekalo, 40. und Yunus Mali, 56. Kingsley Schindler hatte für die Kieler den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt, 34. Für den Außenseiter, der vor einem Jahr noch in der 3. Liga spielte, geht es um den ersten Bundesliga-Aufstieg überhaupt. twitter.com/im-football-news-status/99721427224727 Wir glauben daran. Wir wollen mutig sein, wir wollen nach vorne spielen, hatte Kiel-Coach Anfang gesagt und damit eine forsche Spielweise angekündigt. Wir sind bislang in jedes Spiel gegangen, um es zu gewinnen. Und das wollen wir gegen Wolfsburg auch. Wolfsburg startet dominant von den Bollermännern, der 2. Liga 71 Saisontore war allerdings zunächst kaum etwas zu sehen. Wolfsburg startete mit viel Energie und bestimmte von Beginn an Spieltempo und Rhythmus. Weil Kiel zu tief verteidigte und das Mittelfeld nahezu komplett preisgab, kamen die Hausherren angetrieben vom starken Mali immer wieder gefährlich ins letzte Drittel und gingen folgerichtig in Führung. twitter.com/holstein Kiel, Status, 997 Billiarden 212 Billionen 420 Milliarden 740 Millionen 444.163. Auch danach dominierten die Wolfsburger, deren Personaletat mit etwa 60 Millionen Euro rund 10-mal so hoch ist wie beim Underdog von der Förde. Doch anstatt nachzulegen, traf Kiel fast aus dem Nichts. Nach einem fein vorgetragenen Angriff ließ Dominik Drexler an der Torauslinie 2 Gegenspieler stehen und legte zurück auf Schindler, der den Fuß nur noch hinzuhalten brauchte. Brekalo mit Distanz Hameres folgten die Minuten des jungen Brekalo.
Erst traf der 19-Jährige nach einem kapitalen Abwehrschnitzer der Störche Volley zur erneuten Führung. Dann umkurvte er drei Gegenspieler, bevor er mit seinem Linksschuss an Holstein-Keeper Kenneth Kronholm hängen blieb. Genauso munter ging es nach der Pause weiter. Zunächst hatten die Gastgeber Glück, als Drexler freistehend aus 11 Meter direkt in die Arme von VfL-Torhüter Kuhn Castells schoss. Kurze Zeit später zeigte Liverpool-Leihgabe Origi sein ganzes Können und bediente nach einem starken Solo Mali, der Kronholm stehen ließ und zum 3:1 traf. Die große Chance zum Anschluss da verpasste Holsteins Alexander Mühling, 71. In der Schlussphase vergaben Duxch und Seidel weitere Hochkaräter aus Sicht der Holsteiner. Es war ein hochintensives Spiel, für die Zuschauer sicher ein Wahnsinnsspiel, urteilte Wölfe-Trainer Bruno Labbadia. Wir nehmen viele gute Dinge mit, aber auch Dinge, die wir abstellen müssen, in den insgesamt 19 Bundesliga-Relegationsduellen seit 1982 setzte sich lediglich fünfmal der klassentiefere Club durch. Als bislang letzter Zweitligist schaffte Fortuna Düsseldorf über die Playoff-Spiele gegen Hertha BSC den Sprung nach oben. Das war 2012.